Liebe Schwestern und Brüder, da läuft einem ja fast das Wasser im Munde zusammen, wenn man die Lesung hört, wie sie beginnt, dass der Herr ein Festmahl geben wird auf dem Berg, dem Zion, mit feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speisen, mit besten erlesenen Weinen. Das, was da ein so im wahrsten Sinne des Wortes erwartungsvollen Worten beschrieben wird, ein Gelage, ein üppiges Festmahl, das ist ein Bild für die Verwirklichung der Herrschaft Gottes am Ende der Zeit. Dann hält er sein Königsmahl auf dem Berg, auf dem Zion. Und wer ist eingeladen? Alle Völker. Dann, wenn sich diese Verheißung erfüllt, ist der Tod überwunden und nicht das Gericht ist Gottes letztes Wort über die Menschheitsgeschichte, sondern Heil und Freude, hier symbolisiert durch dieses wunderbare, opulente Mahl. Er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt. Er beseitigt den Tod für immer, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Eine wunderbare Verheißung, die wir jetzt am Anfang des Advents hören, was sein wird, wenn der Herr kommt. Dem zur Seite gestellt, dieser wunderbaren Vision, ist das Evangelium von der Brotvermehrung. Für Matthäus hat sich die Verheißung des Propheten da eigentlich schon erfüllt, bei diesem Mahl an einem unwirtlichen Ort. Aber Jesus ist auf einem Berg, wie das andere Festmahl auf einem Berg stattfinden wird. Jesus steigt auf einen Berg. Und wie am Ende die Völker kommen, kommen jetzt auch die Menschen zu Jesus. Was für Menschen? Lahme, Krüppel, Blinde, Stumme, viele andere Kranke. Und sie erfahren das Heil. Er heilte sie alle. Und dann gibt es auch einmal, nicht mit erlesenen Weinen, 7 Brote, 2 Fische. Aber was ist der Sinn eines Mahles? Zunächst einmal, dass man sich sättigt, dass man gestärkt wird. Die Jünger sagen, wo sollen wir das Brot hernehmen, um so viele Menschen satt zu machen? Und Jesus sagt, ich will und kann sie nicht hungrig wegschicken, sonst brechen sie unterwegs zusammen. Und dann halten sie mal. Und es werden alle satt. Und das Wunderbare ist, dass man am Ende 7 Körbe mit den Resten einsammelt, die Zahl der Vollkommenheit. Gott schenkt in Jesus Heil in Fülle. Da ist nichts abgezählt. Da muss nichts rationiert werden. Es ist Leben in Fülle und das entspricht dann diesem Gelage, von dem der Prophet Jesaja spricht. Liebe Schwestern und Brüder, der Evangelist Matthäus beschreibt das in einer Parallelität zu diesem Königsmahl, denn der König ist schon da. Einige erkennen es, die mit ihren Kranken zu ihm kommen. Viele andere erkennen es erst nach seiner Auferstehung. Er ist der Messias, der Retter, der König, der gekommen ist und der erwartet wurde. Aber Matthäus nimmt diese wunderbare Brotvermehrung als einen Zwischenschritt. Denn
In dieser Geschichte verweist er schon auf etwas, was am Ende kommt. Und das klingt an, wenn wir hören, wie Jesus die Brote und Fische verteilt. Nicht einfach so. Es heißt, er nahm die 7 Brote und die Fische, sprach das Dankgebet, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Ein ganz klarer Verweis auf das letzte Abendmahl. Und wenn wir gleich die eucharistischen Gaben bringen und dann im Hochgebet sich das vollzieht, was Jesus mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl gefeiert hat, werde ich genau diese Worte sprechen. Er nahm das Brot, sprach das Dankgebet, brach es und reichte es seinen Jüngern. Das ist letzten Endes das Mahl des Königs, zu dem wir alle geladen sind, zu dem Sie in dieser Stunde gekommen sind. Liebe Schwestern und Brüder, es ist der Herr, und er möchte das Licht in die Welt bringen, dass wir schon Anteil haben an diesem Königsmahl, das sich vollenden wird am Ende der Tage. Aber schon auf dem Weg dahin, in der jetzigen Zeit, in der heutigen Situation, können wir allen mit Sorge zurufen, was ein bekanntes Adventslied sagt: Kündet allen in der Not, fasset Mut und habt Vertrauen, bald wird kommen unser Gott.